Viele Duisburgerinnen und Duisburger laufen täglich durch die U-Bahn-Station am König-Heinrich-Platz in der Innenstadt. Was viele beim Durchlaufen nicht wissen, die Station ist nicht nur eine Haltestelle. Sie ist Teil eines Zivilschutzbunkers. Christian von Spitzack von der Feuerwehr Duisburg ist regelmäßig in der Mehrzweckanlage unterwegs. Er zeigt, wo der Bunker beginnt. Also, wir sind jetzt im Bunker am U-Bahnhof König-Heinrich-Platz. Den großen Schritt habe ich gerade gemacht, weil sich unter dieser Gummimatte im Boden eine Schiene befindet, auf der das Tor, das den Bunker verschließt, dann rollt. Eine ähnliche Schiene befindet sich in der Decke, die das Tor dann führt. Und das Tor finden wir dort hinter dieser Stahltür. Diese Tore haben wir an allen U-Bahn-Abgängen im König-Heinrich-Platz-Bahnhof. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist halt noch eine Tür mit einem Passstück. Da fährt das Tor dann rein und verschließt diesen Abgang. Der Bunker wurde in den 90er Jahren zeitgleich mit dem Bau der U-Bahn fertiggestellt. Er erstreckt sich über 3 Stockwerke und war bis zum Jahr 2006 betriebsbereit, wurde aber nie wirklich genutzt. Mit dem Einbau der Aufzüge zur U-Bahn wurde die Schutzschicht des Bunkers durchbrochen und der Bunker nicht länger instand gehalten. Nur die Verkehrsbetriebe nutzen teilweise Räume. Die meisten sind aber wie dieser Aufsichtsraum einfach ungenutzt und stillgelegt. Christian von Spitzack ist hier regelmäßig und gerne unterwegs. Also erstmal finde ich persönlich es sehr spannend, weil man eine Zeitreise quasi hat, auch gerade in die Technik der 80er Jahre, weil in den 80er Jahren wurde hier alles eingebaut. Das ist Stand der Technik von damals, das ist 40 Jahre alt wie ich. Und wir haben sehr viele Leute, die jeden Tag durch diese U-Bahn-Station gehen und an diesen Türen und an diesen Toren vorbeigehen und eigentlich gar nicht wissen, dass sich das dort befindet. Und hier kann man einfach mal einen Blick auf die andere Seite werfen. Das ist so ein bisschen das Gefühl wie, ich weiß was, was ihr nicht wisst. Und ich habe den Schlüssel dazu. Im Ernstfall hätte der Bunker vor herabfallenden Trümmern, Strahlung oder chemischen und biologischen Kampfmitteln geschützt. Insgesamt bietet die Anlage Platz für 4.500 Personen. Im Katastrophenfall wären Feldbetten aufgestellt und 16 Straßenbahnen als zusätzliche Sitz- oder Liegeflächen genutzt worden. Sogar eine Krankenstation gab es, in der heute noch Betten rumstehen. Die ist normalerweise hinter verschlossener Tür. Aber demnächst sollen Interessierte auch mit regulären Führungen einen Blick hinter die Kulissen werfen können und mehr über die Anlage erfahren. Wir haben uns entschieden, den Bunker zu öffnen für Führung, weil das Interesse der Bürger an dem Thema Zivilschutz oder an dem Thema Bunker und Luftschutzräume durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine stark angestiegen ist. Wir haben viele Fragen dazu bekommen und wir hoffen, dass wir vielleicht mit diesen Führungen einige dieser Fragen beantworten und neugierige Leute zufriedenstellen können. Statt glänzendem U-Bahn-Boden liegt eine Tür weiter eine dicke Staubschicht. So spannend diese Anlage aber auch ist, in einem Ernstfall ist sie nicht mehr einsatzfähig. Das Wasser ist abgedreht, die Anlagen können nicht mehr benutzt werden. Dennoch könnte der Bunker bei Besichtigungen über Katastrophenschutz aufklären und das Bewusstsein der Bevölkerung stärken. Und vielleicht lässt jetzt der eine oder andere seine Augen mit frischem Blick in der U-Bahn-Station am König-Heinrich-Platz umherschweifen.